Hallo meine lieben Freunde. Hi. Heute mal ein Interview mit dem lieben Dirk und der lieben Hazel. Also manche von euch werden sich vielleicht kennen, manche nicht. Und deshalb würde ich mal sagen, erzählt mal etwas über euch und wie ihr zu eurem Kanal gekommen seid. Also wir sind zwei kleine YouTuber. Ja, ich hab jetzt sogar mittlerweile zwei Kanäle, aber hauptsächlich mache ich YouTube, ja. Okay, und dann wäre halt meine erste Frage schon mal, wie geht ihr mit Hate-Kommentaren um? Mittlerweile ganz gut, weil ich muss auch sagen, dass ich das schon 5 Jahre mache. Wie lange machst du das schon? 1 Jahr ungefähr. Echt? Ja. Okay, ich glaube, nach einem Jahr konnte ich noch nicht so gut umgehen wie jetzt zum Beispiel. Jetzt versuche ich das auch immer zu ignorieren. Manchmal passiert es, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass mich das doch trifft. Weiß ich nicht. Also ich bin auch manchmal traurig bei Hate-Kommentaren. Und du? Geht mir eigentlich auch so. Ich lese sie mir auch gerne durch. Aber ja, es gehört dazu. Wie ist es bei dir so? Ja, ich lese sie mir auch immer durch. Und ich lache eigentlich meistens immer drüber. Die Personen sind eigentlich meistens neidisch. Und die meisten, wenn die halt so in Ausdrücke gehen, dann lösche ich die halt. Oder ja, ich lasse sie stehen, damit andere sehen, wer das ist und wer das halt geschrieben hat. Damit sie selber sehen, okay, der ist jetzt etwas komisch im Kopf. Den lasse ich mal ganz weg. Ja. Okay, meine nächste Frage wäre, wie seid ihr zu eurem YouTube-Kanal gekommen? Wir haben ja zusammen angefangen. Und wir haben gestartet nur mit mir und meinem Kanal und da war er gar nicht zu sehen. Ich glaube, Dirk war erst so nach 2 Jahren überhaupt existent auf dem YouTube-Kanal. Und wir haben mit Let's Plays angefangen, weil es zu der Zeit in 2013 ein Trend war. Und meine Oma ruft gerade an. Alles klar. Danke, Oma. Tut mir leid, wenn du das Video siehst, ich muss dich jetzt leider ignorieren. Tut mir leid. Also, Shout an Oma. Und Baka. Baka. Nächste Frage wäre, habt ihr denn am Anfang eures Kanals dann auch euren Freunden das erzählt und so, dass ihr einen YouTube-Kanal habt? Keine Ahnung, es war mir am Anfang ein bisschen unangenehm. Ja. Und ich habe ja auch so Let's Plays gemacht und viele konnten zu der Zeit halt gar nichts damit anfangen. So, die haben halt gefragt, wer schaut sich denn an, wie jemand spielt. Ja. Obwohl es halt total in war und auch ganz lange geguckt wurde. Irgendwann fand ich das so cool, dass ich das auch selber geteilt habe auf meinen privaten Social-Media-Kanälen. Und dann wussten meine Freunde auch, dass ich das gemacht habe. Und Dirk war ja nie drauf. Also, okay, meine nächste Frage was? Sagst du es denn deinen Freunden? Ja, und ich habe auch, es war in der 3. Klasse ungefähr. Da hast du angefangen? Also, da habe ich nicht richtig angefangen. Ich habe immer den Traum gehabt, einen YouTube-Kanal zu haben. Echt? Weil ich gesehen habe, andere machen richtig coole Sachen, verdienen damit sogar Geld und so. Und das meiste ist ja, auch wenn sie nur ihren Hund streichen oder so, Millionen Klicks hat sowas. Und mein Vater hat gesagt, ja los, dann mach einen YouTube-Kanal, mach was draus und so, weil du kannst frei vor der Kamera sprechen, alles super. Ja, kannst du echt gut, ja. Danke. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch einen und ich habe es meinen Freunden erzählt und dann habe ich mal gesagt, ja, das erste Video ist draußen. Es war in Kunst, da kann ich mich noch dran erinnern. Und meine Lehrerin hat gesagt, ich soll doch mal meinen YouTube-Namen an die Tafel schreiben. Echt? Das habe ich getan, alle haben ihn abgeschrieben, das war schon echt cool. Oh, da war ich voll stolz drauf. Echt süß, ja. Du bist echt mutig, nice. Danke. Schön, dass du zu deinem Zeug stehst. Nächste Frage wäre, als ihr halt, in welchem Jahr habt ihr mit YouTube angefangen? War das genau 2013? Nee, also 2013 haben ganz viele gestartet, wie zum Beispiel Bibi, Lion, Dagi. Lion natürlich viel früher, aber wir haben erst 2014 gestartet. Und da war Games, da waren Games ja in. Ja, da waren Games in. Cool. Was magst du denn so für Videos? Ich mag halt eher Comedy-Videos. Also ich gucke mir richtig oft lustige Videos an. Aber mein Vater hat immer gesagt, ja, warum guckst du dir das an? Jetzt mach doch mal selber was, sei doch mal selber kreativ und so. Als ihr eure Hater-Kommentare bekommen habt ihr die dann sofort gelöscht? Nee. Anfangs habe ich die nie gelöscht, aber mit der Zeit kamen dann immer und immer mehr. Und dann habe ich manchmal einfach blockiert. Die denken ja, dass sie hier kommentieren, ja, aber niemand sieht die Kommentare. Niemand sieht die Kommentare. Also wenn du die blockierst, dann schreiben die und denken, boah, jetzt habe ich voll krass Hate geschrieben. Aber keiner kann den Kommentar lesen, nur die denken das alles. Okay, das ist auch schon wieder cool. Ja. Was ich noch fragen wollte, als ihr halt mit eurem YouTube angefangen habt und so, und jetzt, da war ja vorher sozusagen alles besser. Und jetzt ist es ja mit DSGVO, Artikel 17, 13, sowas. Was sagt ihr dazu? Uns hat das bisher nicht so getroffen, zum Glück. Ja. Sag ich mal. Also wir finden die Entwicklung nicht schön, also mit Artikel 13 und 17. Aber ich glaube, kein YouTuber,
kein YouTuber findet irgendwie Artikel 13 wirklich toll. Also wir haben uns noch nicht so krass damit auseinandergesetzt, weil es unseren Kanal spezifisch nicht so krass betrifft. Wir drehen übrigens in der Küche. Weil ja, ich alles weil ich es deutlich gemerkt habe, alle Erfolge sind voll, wir drehen in der Küche. Bestes Leben. Aber das Richtige ist besser. Ja, also bei Freunden von mir, die haben zum Beispiel Hintergrundmusik eingesetzt und dann kam Filter. Alle seine Videos wurden gelöscht, weil er nicht geschrieben hat, wer die gemacht hat, die Musik und so. Ist schon sehr, sehr mies. Da muss man also aufpassen. Da hatten wir eigentlich noch nie Probleme, weil wir eigentlich über, wie heißt es, royalty-free Musik, also Musik, weißt du, was das ist? Ja, habe ich auch genommen. Das haben wir schon von Anfang an benutzt. Ja, weil freie Musik und so ist ja immer besser. Oder du schreibst es wirklich am Ende hin, weil dann können die, die das Lied gemacht haben, dich auch finden. Und das ist ja dann auch gut für ihn und für dich halt. Ja. Sonst kennen die und nicht so. Ja, das ist auch ganz cool. Eine Frage, habt ihr, es gibt ja immer diese YouTube-Fan-Treffen oder Messen, ich war noch nie auf einer. Nie auf einer Messe? Also halt, ja, auf Messen schon, aber also halt so eine YouTube-Messe oder so. Achso. YouTube-Messen, wo alle YouTuber kommen, sich versammeln, austauschen und sowas. Wart ihr da schon mal? Und wenn ja, wen habt ihr da alles getroffen? Würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, was eine YouTuber-Messe ist, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich auf Videodrehs oder so. Ja, Gamescom meine ich, ja. Genau. Ach, das, okay, das ist ganz normal. Da kommen alle, treffen sich alle und so. Also da waren wir noch nie, aber wir werden dieses Jahr auf der Gamescom sein. Kann ich da auch schon hin? Ja, wenn dein Vater dir das erlaubt. Bestimmt. Also, Grüße an dich, Papa, du musst das mir erlauben. Ja, ansonsten, wer war der erfolgreiche, der größte YouTuber, den du je getroffen hast? Jonas Enz. Jonas Enz. Habe ich schon mal getroffen. Ansonsten, ich war schon mal auf der GlowCon, kennst du die? Nee. Es ist so BeautyCon und da waren ganz viele Beauty-YouTuber. Bibi, Dagi. Bibi nicht, Dagi war da. Genau, mit ihrem Dagi-Shop. Und ansonsten gibt es bei dem YouTube-Space in Berlin noch so eine Weihnachtsfeier. Da waren noch ganz, ganz viele YouTuber dabei. Da habe ich die Space Fox zum Beispiel getroffen. Die haben das auch eine cool. Million Abonnenten. Wenn ihr so frei rumläuft, weil ich denke nicht, dass ihr euch jetzt so einhüllt, dass euch niemand sieht, rennen die Leute dann wirklich zu euch und fragen nach einem Selfie oder so? Ja. Ja, ist das so schlimm? Es ist nicht in dem Sinne schlimm. Wenn es ein Tag ist, wo dich ganz viele erkennen, dann sind es, kann ich das mit so zwei Händen abzählen, dann sind es 10 Leute. Und an einem, es gibt auch manchmal, gehe ich raus und niemand erkennt mich. Also es ist in dem Maße noch gar nicht so schlimm, aber es liegt daran, dass ich in Berlin lebe. Da gibt es so viele Menschen, da achtet keiner auf dich. Wenn ich zum Beispiel in Nürnberg leben würde mit der Größe, dann wäre es vielleicht doch was anderes. Dann wird man vielleicht doch schneller erkannt. Stimmt, weil Alex wird ja auch oft erkannt und immer gleich, hey, du bist doch der und der. Cool, dass ich dich treffe und so. Und ja, bei mir ist es jetzt halt nicht so, dass das mal kommt, aber ich bin ja auch nicht so weit oben. Kommt noch. Der Fame-Kopf. Okay, das war's dann schon mit dem Interview. Echt? Schon? Wir können ja noch ein paar Challenges und andere Videos drehen, wenn du magst. Wir müssen uns dafür aber öfter treffen. Okay, also, hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Einen Tschüss von uns allen, also, bye! Was heißt Tschüss auf Ahoi? Ja, ich glaube schon. Ahoi! Und Glückwunsch zu 100 Abonnenten. Cool, danke. Heute geknackt.